Waldi. Ein Dackel. Ja, das sehe ich. Ist der nicht süß, Mami? Ja, und noch ganz jung. Lenk nicht ab. Was hat der Hund hier zu suchen? Der gehört uns jetzt. Wie bitte? Ja, Flori und mir. Und da ist Waldis Bett, aber vielleicht schläft er auch bei mir. Im Augenblick interessiert mich überhaupt nicht, wo der Hund schläft. Ich will wissen, wo ihr ihn her habt. Tante Gerti hat ihn uns geschenkt. Aber sie musste gleich wieder weg. Und einen schönen Gruß. Freust du dich nicht, Mami? Die liebe Tante Gerti. Das werden wir gleich haben. Nina, nein, nein. Wirklich nicht. Ich hab ihn nicht extra. Glaub es doch. Der Hund war ein Versöhnungsgeschenk von Carsten. Wirklich. Wir haben 3 Tage nicht miteinander gesprochen und dann hat er mir den Dackel gebracht statt Blumen. Wirklich, das ist so gewesen. Na, vielleicht auch, aber ich hab doch schon genug am Hals. Und du bist doch jeden Tag zu Hause. Du, der Hund ist so süß. Und echt, die Papiere und die Impfbescheinigung kriegst du noch. Herrgott, jetzt mach doch mal den Kindern eine Freude. Du züchtest ja irgendeinen Komplex bei denen oder sowas. Was heißt hier Freude? Ich bin kein Dackelabladeplatz. Ach, tu doch nicht noch beleidigt. Ach was, du bist extra zu einer Zeit gekommen, als ich nicht zu Hause war. Natürlich hast du die Kinder auf deiner Seite. Aber darauf hast du ja wohl auch spekuliert. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Komm und hol das Tier wieder ab. Ina. Wenn wir schon keinen Vater haben, wollen wir wenigstens ein Tier. Rede doch nicht so einen Unsinn. Du weißt doch, dass Papi bald wiederkommt. Außerdem habt ihr doch Hobbys genug. Briefmarken sind aber nicht lebendig. Dafür machen sie auch keinen See ins Zimmer. Tante Gerti hat gesagt, in 8 Wochen ist er stubenrein. Wirklich. Deswegen will ich trotzdem keinen Hund. Alle in meiner Klasse haben Tiere. Nur wir nicht. Matthias, Tiere sind kein Spielzeug, mit dem man eine Zeit lang spielt und es dann in die Ecke schmeißt. Da kann man nicht plötzlich sagen, heute habe ich keine Lust, den Hund zu füttern oder ihn spazieren zu führen. Tiere bedeuten eine Pflicht. Und Pflichten sind Kindern oft sehr lästig. Aber Wally wird uns bestimmt nicht lästig. Ich höre ihn auch jeden Tag aus. Ja, ja, das kenne ich. Ich erfülle euch ja gerne jeden Wunsch, aber den nicht. Auf dem Lande sind Tiere sehr schön, aber in einer Stadtwohnung mit euch beiden will ich keinen Hund. Ach, und nun fangt nicht noch an zu heulen. Matthias, Florian, es steht in der Mietordnung, dass das Halten von Tieren verboten oder genehmigungspflichtig ist. Und die Hausverwaltung erlaubt es uns bestimmt nicht. Doch, Müllers Oma haben auch schon Hund. Papi will es auch nicht. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, bevor er nach Afrika gefahren ist. Aber dann können wir ihn doch behalten, bis er wiederkommt. Ach, dann wird doch alles noch viel schlimmer. Dann habt ihr euch aneinander gewöhnt. Und heute am ersten Tag ist es noch nicht so schlimm. Doch. Ach, es tut mir leid, Waldi muss weg. Die bringen ihn um. Das weiß ich genau. Da kriegt er eine Spritze und dann fällt er tot um. So einen hübschen jungen Hund doch nicht. Die bringen alle Hunde um. Jetzt hört endlich auf mit dem Quatsch. Waldi ist nicht nur jung und gesund, sondern auch wertvoll. Bei meinem Anruf hat man mir gesagt, dass er morgen vielleicht schon bei Lloyd mit einer Villa und einem großen Garten oder Park ist. Da hat das viel besser als bei uns. Wenn Waldi wertvoll ist, warum verkaufst du ihn dann nicht in einer Tierhandlung? Weil man Geschenke von anderen Leuten nicht verkauft. Wollt ihr draußen warten? Nein, nein, wir kommen mit. In einen Käfig haben sie ihn gesperrt. Aber das ist doch kein Käfig, sondern ein Zwinger. Außerdem ist das nur vorübergehend. Hat der Mann euch doch erzählt. Aber es war gemein von dir. Matthias, benimm dich. Vielleicht bringt uns Papi ein Tier aus Afrika mit. Dann kannst du gar nichts machen. Vielleicht eine Giraffe. Eine Giraffe ist zu lang, aber vielleicht ein Löwen. Oder ein Affen. Oder eine Schlange. Zum Donnerwetter nochmal, seht doch endlich ein, dass es mir keinen Spaß macht, euch etwas zu verbieten. Warum tust du es dann? Also, ich mache euch einen Vorschlag. Wie wäre es denn mit einem Ersatztier? Eins, was leichter zu bedienen ist, als so ein komplizierter Hund. Vielleicht könnt ihr mir da einen vernünftigen Vorschlag machen. Ja, ein Seehund. Und wo soll der hin? In die Badewanne. Und wir füttern ihn dann mit Hering. Das ist auch eine Idee. Dann entfiele das lästige Baden.
Und der schöne Heringsduft in der Wohnung. Dann könnten wir ja Eintritt nehmen von allen Kindern. Wie wär's mit einem Wellensittich? Der lernt ja doch nicht sprechen. Der macht bloß Krach. Und die Leute, die einen haben, sagen immer, sie verstehen alles. Und wie wär's mit Fischen? Einem Aquarium? Mit denen kann man ja nicht reden. Und wie wär's mit einer Schildkröte? Eine Schildkröte? Ja, eine Schildkröte ist anspruchslos. Sie wird zahm, man kann sie mit ins Freie nehmen. Und meinetwegen auch mit in den Urlaub. Im Winter gibt sie Ruhe. Warum? Na, weil sie da Winterschlaf hält. Dann kommt sie in eine Kiste mit feuchtem Torfmull und dann schläft sie durch bis zum Frühjahr. Manchmal möchte ich das auch können. Na, meinetwegen eine Schildkröte. Na, dann sucht euch mal eine aus. Mensch, das sind viele. Matthias, welche nehmen wir? Die. Nö. Oder die. Oder vielleicht die. Ach, Matthias. Lasst euch Zeit. Ist immerhin eine Anschaffung fürs Leben. Wie bitte? Ja, wenn man sie richtig pflegt, kann man sie lange haben. Manche Landschildkröten werden 100 oder 150 Jahre alt. Der Baron Rothschild in England besitzt eine, deren Alter wird auf 300 Jahre geschätzt. Toll. Es ist aber auch die älteste bekannte Riesenschildkröte. Sie ist 1,94 Meter lang und wiegt 529 Pfund. Die möchte ich nicht haben. Da hast du recht. Nehmen wir also eine kleinere. Wisst ihr denn, womit ihr sie füttert? Ja, mit Milch! Dann brauchen wir keine mehr zu essen. Ja, ganz gut. Und außerdem Salatblätter, Löwenzahn, Tomaten und ab und zu ein Stück Zwiebacken Milch, das mögen sie gern. Machen wir. Habt ihr einen Garten? Nein. Man könnte sie auch zu Bekannten mitnehmen oder in den Park. Aber passt auf, dass sie euch nicht wegläuft. Die können ja gar nicht so schnell laufen. Oh, die sind schneller, als du denkst. Und einen Winter im Freien überleben sie nicht. Na, habt ihr eine gefunden? Ja. Diese hier. Bestimmt die? Und keine andere? Nee, die sieht im Gesicht ganz nett aus. Florian, rutsch mit uns! Frau Florian, rutsch mit uns! Ich kann nicht, ich muss auf Caroline aufpassen. Ach, komm da ruhig! Caroline, bleib schön hier. Ich komm gleich wieder. Ich denke, du passt auf Caroline auf. Ich rutsch bloß mal. Komm, geh aufpassen. Mensch, immer ich. Eine halbe Stunde bin ich wieder dran. Wo ist sie denn? Warte mal, da vorne. Hier irgendwo. Du denn? Ja, du. Immer habe ich sie noch gesehen. Dann zeig sie doch mal. Weit kann sie ja nicht sein. Die läuft ja so langsam. Du Idiot! Los, such sie und wir finden sie nicht! Also heute finden wir die bestimmt nicht mehr. Kommt, wir gehen heim. Flori ist schuld. Du Blödmann! Ach, hör auf, Matthias, das kann jedem passieren. Jetzt hat sie sich verirrt und sie hat Angst, wenn sie heute Nacht allein im Park bleiben muss. Da bist ja du schuld! Es ist nun mal passiert. Herr Slapka hat ja gesagt, dass Schildkröten sehr schnell verschwinden können. Hast du den anderen Jungs Bescheid gesagt? Ja, die spielen aber lieber. Naja, auf jeden Fall wissen sie Bescheid, wem Caroline gehört, wenn sie sie finden. Außerdem können wir morgen früh vor der Schule ja noch mal herkommen, hm? Nie, nie werden wir sie wiederfinden. Dabei war sie die klügste Schildkröte der Welt. Ach, Matthias, ich habe euch ja gesagt, dass man mit Tieren oft Kummer hat. Kommt, wir gehen nach Hause, ja? Wenn wir sie jetzt noch finden wollen, dann müsste sie schon ein beleuchtetes Schlusslicht haben.
Wer ist denn da? Ich bin's, Gerti. Ja, Gerti, was ist denn los? Ina, entschuldige bitte. Ich wollte nur sagen, dass es mir so leid tut, das mit dem Dackel. Ach komm, wollen wir nicht einen Versöhnungsschluck trinken? Du bist süß, komm rein. Das mit dem Dackel ist doch längst vergessen. Wir haben doch jetzt ganz andere Sorgen. Caroline ist weg. Wer ist denn Caroline? Ach, unsere Schildkröte, so eine Art Ersatzdackel. Und die ist den Kindern weggelaufen im Park. Ach, du lieber dicker Vater. Sag mal, was machen wir denn jetzt? Ich hab eine Idee, weißt du was? Du kaufst einfach eine neue. Die wird sich schon nicht verplappern. Das geht nicht. Das kann ich den Kindern nicht antun. Das ist eine ganz legale Lüge. Also, das finde ich nicht. Also, ich weiß nicht. Manchmal weiß ich wirklich nicht, ob ich alles richtig mache mit den Kindern. Wenn nur Robert schon wieder da wäre. Ach, lass mal. Bei einer Ehe auf Distanz kann man sich jedenfalls nicht so viel zanken, wie Carsten und ich das tun. Komm rein und erzähl. Florian! Matthias! Sind wir schon nach Hause? Nein, aber ratet mal, was ich gefunden habe. Caroline! Gib sie her! Na, was sagt ihr nun? Wo war die denn? Na, da, wo ihr sie verloren habt, da hinten im Gebüsch. Ich glaube, das ist nicht Caroline. Ich glaube kaum, dass hier mehrere Schildkröten herumlaufen. Sie sieht im Gesicht ganz anders aus. Und bei Caroline war auch ein bisschen der Panzer kaputt und bei der ist alles ganz. Also das ist wirklich merkwürdig. Ist ja gleich gesagt. Tja, aber wo wir diese doch nun mal haben, sollten wir sie doch nicht wieder aussetzen. Wollt ihr sie nicht behalten? Und wenn wir dann Caroline wiederfinden? Dann haben wir eben zwei. Ich will sie aber nicht. Du hast gewusst, dass das nicht Caroline ist. Aber Matthias. Du hast gelogen und eine neue gekauft. Bitte, Matthias. Es war gemein von dir. Papi hätte das nicht gemacht. Wir mögen dich nicht mehr. Eine feine Pädagogin bist du mit deinen Ratschlägen. Was ist denn los? Haben Sie was gemerkt? Ach, die reden kein Wort mehr mit mir. Matthias hasst mich geradezu. Ach, Unsinn. Gerti, das ist kein harmloser Fall mehr. Kinder sind schwerer übers Ohr zu hauen als Erwachsene. Das hätte ich wissen müssen. Du, das tut mir wahnsinnig leid. Das war wirklich ganz dämlich von mir. Meinst du nicht, sie gewöhnen sich an die neue? Vielleicht, aber mir glauben sie kein Wort mehr. Habe ich mich vielleicht in die Tinte gesetzt. Also bitte, es war ein idiotischer Ratschlag von mir. Aber warum hast du es denn zugegeben? Da war nicht zuzugeben. Die alte Schildkröte hat einen Sprung und die neue ist heil. Kannst du nicht sagen, es war meine Schuld? Ach was, sie würden es ja doch mir übel nehmen. Du, Kinder allein zu erziehen, ohne mal mit jemandem reden zu können. Du redest doch gerade mit mir. Ja, dann sag mir aber auch, wie ich Caroline wiederkriege. Schildkröte am Montag im Jahnpark entlaufen. Oder sagt man entkrochen? Entlaufen. Gegen Belohnung abzugeben bei Sonntag, Mozartstraße 48. Mozartstraße 48. Willst du denn nicht sagen, gegen hohe Belohnung? Oh, also da stellen sich die Leute wirklich zu viel vor. Dann sagen wir gute Belohnung. Gute Belohnung. Aber du musst auch sagen, dass die Schildkröte Caroline heißt. Also gut, Schildkröte namens Caroline am namens Montag. Caroline. Nein, sie hört auf den Namen Caroline. Ach, Matthias, jedes Wort mehr kostet was. Wir wollen ja keinen Roman schreiben. Möchten Sie die Anzeige morgen oder in der Wochenende aufschreiben? Morgen, ja. Gleich morgen. Wir wollen ja Caroline bald wieder haben. Ja, also guten Morgen. Was kostet das? Das macht 12 Mark und 80, bitte. Dankeschön, wiedersehen. Guten Geschmack, die Leute auf die Zeitung genau. Nein, Mutti, das musst du nicht. Nein, du, ich kann dich ja nicht jedes Mal kommen lassen, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Naja, und diese verdammte Schildkröte wird vielleicht doch eines Tages wieder auftauchen. Du, stell dir vor, Carsten und Gerti wollen sich trennen. Nein, diesmal sieht es wirklich danach aus. Ja, der Hund war wohl so der letzte Versuch. Robert? In 2 Monaten ungefähr. Nein, das Richtfest war längst. Die Turbinen sind ja schon montiert. Mhm. Und jetzt lernen Sie das einheimische Personal an. Ja, du, ich kann es kaum mehr erwarten. Mhm. Oh, du Mutti, ich muss jetzt weg. Ja, vielen Dank. Mhm. Ja, ich melde mich morgen wieder. Tschüss. Tschüss.
Carsten, wo brennt's denn? Du, Gerti ist weg. Seit wann? Ach so, seit 3 Stunden etwa. Naja, da würde ich Interpol noch nicht benachrichtigen. Vielleicht ist sie einkaufen gegangen oder zum Friseur. Komm doch erst mal rein. Mit der Reisetasche, die karierte Reisetasche ist weg. Ich habe gleich nachgesehen. Na, wenn's die karierte ist. Ja, Ina, das ist kein Spaß. Wir haben wieder furchtbaren Krach gehabt. Und weswegen, wenn ich fragen darf? Ach, immer dasselbe. Gerti demütigt mich mit ihrem Gehalt. Das bildest du dir ein? Nein, ich spür's doch. Also verdiene ich dazu natürlich nicht halb so viel, wie ich müsste. Aber das nimmt den Rest meiner freien Zeit. Wir sehen uns kaum noch. Und wenn, dann bin ich nervös und todmüde. Dann lass dich gefälligst ernähren, dieser idiotische Stolz. Bald wirst du das Vierfache von dem verdienen, was Gerti verdient. Carsten, ich möchte nicht, dass ihr auseinandergeht. Und Robert würde das auch nicht wollen. Das wäre so schade. Ja, und jetzt muss ich gehen. Ja, kann ich dich noch mal anrufen? Ja, natürlich, aber nach 11. Ich gehe ins Theater. Mit wem? Allein. Wenn du wüsstest, wie viele Frauen allein ins Theater gehen. Und dann stehen sie in der Pause rum, als würden sie am liebsten in der Versenkung verschwinden. Ja, soll ich dich begleiten? Nein, nein, vielen Dank, das ist sehr lieb von dir, aber ich bin schon gewöhnt. So, komm. Ich muss nur noch schnell bei Frau Schierhölter klingeln, damit sie weiß, dass ich weg bin. Hallo, wer ist denn da? Ich bin's, Tante Gerti. Du darfst rein. Ja. Abend, Tante Gerti. Abend. Hab ich dich aufgeweckt? Nee, Florian schläft schon. So. Sag mal, ist Mutti nicht da? Nee, die ist im Theater. Ach, wie dumm. Ich wollte sie nämlich eigentlich besuchen. Willst du bei uns schlafen? Vielleicht ja. Oh, fein. Hoffentlich ist das Mutti recht. Klar, die freut sich. Ja, na gut. Ja, Carsten, wie bist du denn unten reingekommen? Da kam gerade ein Ehepaar. Hast du was von Gerti gehört? Woher? Ich bin ja gerade nach Haus gekommen. Ja, ich habe schon ein paar Mal bei dir angerufen. Und? Ja, bis 12:45 war sie in der Schule, aber seither weiß keiner was von ihr. Ich habe überall rumtelefoniert, sogar bei Leuten, mit denen wir verkracht sind. Ina, ob ich vielleicht die Polizei anrufe? Ach wo, du glaubst doch nicht etwa, dass... Nach dem Krach, den wir gestern hatten? Ich glaube, jetzt ist alles aus. Naja, ich komme erst mal rein. Setz dich hin und trink einen Klaren, damit du ein bisschen ruhiger Nein, bist. Nein, jetzt nicht. Ich möchte lieber weitersuchen. Ja, wo denn? Ich weiß nicht, irgendwo eben. Sie hat doch nur eine Freundin ohne Telefon. Und wenn du sie dann finden würdest, was würdest du sagen? Na, komische Frage. Erstmal muss ich sie finden, das ist doch die Hauptsache. Und dann muss ich ja sagen, dass es so nicht weitergeht. Auf Deutsch, du willst weiter streiten. Ich muss ihr bloß sagen, dass es mit mir nicht so weitergeht. Ich habe da schon einen Plan. Und der wäre? Ich gebe das Studium auf und verdiene. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist wohl verrückt geworden. Sag mal, wie kommst du darauf, sie hier zu verstecken und mir sagst du kein Wort? Aber ich... Na, ich komme um, vor allem zu wissen, was ich machen soll und du lässt mich hier seelenruhig zappen, obwohl du ganz genau weißt, dass Gerti hier ist. Aber ich weiß es doch auch erst seit... Erzähl mir doch nichts. Seit heute Mittag ist sie hier. Mir machst du nichts vor. Und dir will ich jetzt mal was sagen. Du wirst dir gar nichts mehr sagen. Du hast schon viel zu viel gesagt. Und außerdem will ich jetzt ins Bett. Und die Kinder sollen auch nicht aufwachen.
Gerti bleibt so lange hier, bis eure Köpfe wieder klarer geworden sind. So. Und jetzt verzieh dich. Aber ich... Du hast sie schon genug beschimpft und für heute Schluss damit. Ina, wie redest du denn mit Carsten? Wie meinst du? Du hast kein Recht, ihn so abzukanzeln. Sag mal, spinnst du? Ich wollte dich doch nur in Schutz nehmen vor ihm. Ich brauche keinen Schutz. Ich handle das alles mit Carsten ganz alleine aus. Und wenn du ihn hier rausschmeißen willst, dann gehen wir eben zusammen. Aber Gerti... Freundschaft ist prima, ich nehm's dir auch gar nicht übel. Aber es gibt gewisse Grenzen, die muss man eben einfach einhalten. Ja, ich dachte, du wolltest ein paar Tage Ruhe vor ihm haben. Ja, wollte ich auch. Komm, Carsten, wir streiten zu Hause weiter. Hab vielen Dank. Halt uns bitte nicht für völlig übergeschnappt. Das ist allerdings ziemlich schwierig. Oh Gott, eine Stunde, das kommt davon. Ja, bitte? Ein Telegramm für Sonntag. Ja, sofort. Frau Sonntag? Ja. Ein Telegramm für Sie. Dankeschön. Ist sonst noch was? Nee, nee. Na dann auf Wiedersehen. Telegramm, hoffentlich ist nichts mit Papi. Außerdem habe ich verschlafen. Bitte gestrige Szene entschuldigen. Stopp sind sehr zerknirscht. Versöhnung dringend erforderlich. Stopp schicken Kinder zur Entschuldigung. Demnächst ein Pony, Gerti und Carsten, diese Verrückten. Na, wenigstens haben sie uns damit geweckt. Ein Pony? Toll, das können wir dann auf den Balkon stellen. Kannst du das uns wirklich anschenken? Die kriegen alles fertig. Jetzt aber, Dalli, wir sind eine Stunde zu spät. Florian, aufstehen. Und du gehst jetzt gleich ins Bad und ich mach Frühstück. Florian, du sollst dich doch anziehen. Guten Tag. Guten Tag, ich heiße Claudia Schulz. Wo hast du denn die her? Die habe ich auf dem Spielplatz gefunden, aber Mutti, das ist heute in der Zeitung gelesen. Oh. Matthias, Caroline! Du, wenn das unsere ist, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Das ist sie, wo hast du die her? Auf dem Spielplatz gefunden. Komm doch rein, Claudia. Nein, ich muss zur Schule. Nein, dann warte, du kriegst ja deine Belohnung noch. Ist die auch ordentlich gefüttert? Ja. So, da, das ist für dich. Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank. So, und ihr geht jetzt ganz schnell ins Bad, wir haben es nämlich furchtbar eilig.